Moin moin und willkommen zu einer weiteren neuen Folge Enshrouded. So, in der letzten Folge sind wir jetzt quasi in den dritten Biom angekommen und haben alle Materialien gefunden, die wir halt so finden konnten, irgendwie Zufall. Und jetzt sind wir hier bei der nächsten Warte und der befindet sich hier. Das sind die Nomaden Anhöhen. Warte. Ne? Also, unser Ziel war eigentlich hier und das hier, aber wir sind so weit vom Weg abgekommen, dass wir eigentlich ja, hier irgendwie gelandet sind. Naja, ist auch nicht verkehrt, weil dann machen wir mal hier weiter, ne? Und let's go. So, okay. Wir haben 27 Pfeile, das heißt, wir müssen aufpassen. Und wir haben vier Geheimnisse zu lösen. Was heißt hier vier Geheimnisse? Vier Rätsel. So, das erste ist hier. Okay. Das war leicht. Fehlen quasi nur noch drei. Hier ist nichts, ne? Okay. So, hier ist nichts. Ja, wir sollten. Ah ja, guck mal. Na, von hier aus hätte man noch angreifen können. Ach, ey. Das Spiel will mich da verarschen. Warte mal. Ist das ein anderer Weg? Oh. Warte mal. Hey, hier gibt's auch eins? Aha. Schon mal da einer. Guck. So. Das wäre jetzt auch gelöst, ne? Ah ja, okay, ich verstehe. Aber da sind wir gekommen. Hier ist nichts, ne? Nein, okay. So, dann fehlt uns nur noch eins, oder? Einer fehlt uns noch, aber wo ist denn der? Hundertprozentig, dass wir den dreckig übersehen haben. Na, deswegen gucken wir uns ein bisschen um hier. Weil irgendwo wird er schon sein. Hier? Nein, das ist der Weg nach oben. Da ist er doch. Okay. Okay, alle vier offen und wir können weiter. So, gibt's hier irgendwas? Nein? Okay. Okay. Nee, hier ist nix. Ach so, da müssen wir was lösen. Okay. Da müssen wir mal halt gucken, wo es sich befindet. Ach, halt's ab. Zack. Und weiter. Uff. So, was haben wir denn hier? Ah, da geht's runter, ne? Da schauen wir gleich rein. Na, wobei wir müssen, ne? Nein, müssen wir nicht.
Sehr schön. Warte mal. Ah, hier ist noch eine Kiste. Nehmen wir gerne mit. Nö, sonst ist hier nichts. Und weiter. Nee. Okay, hier ist ein Symbol. Nee, hier ist nichts. Alter. Wie soll das denn gehen? Müssen wir rüberspringen oder wie? Holy moly. Autsch. Was? Warte mal. Ja, hier ist doch nichts. Da oben. Okay. Damit habe ich jetzt zwar nicht gerechnet. Wie? Aus? Okay. Lava. Wow, was macht er? Nee, hier ist nichts, aber hier. Was? Wie, was ist jetzt passiert? Wie ist das da runtergefallen? Warum ist die Tür zu? Hä? Oh, warte mal. Okay, ich weiß nicht, warum ich runtergestürzt bin. Vielleicht hatte ich auch keine Ausdauer einfach halt gehabt. Okay. Nee, du warst das nicht, ne? Du warst das, glaube ich. Ja. Hm. Also bis jetzt geht, also gehen die Rätsel, ne? Und, was? Das war schon? Okay, das war leicht. Die Flamme. Die Nomaden anhören, bergen die vergessenen Versprechen von Abenteuer und Reichtümern. Im unteren Tal befindet sich Weitem, welche ein Jagdgebiet für die Verurteilten sind. Dort starren sie auf die gleisene Morgendämmerung über ihnen. Ihnen, ja, und zeichnen mit ihren Fingerspitzen die fernen goldenen Streifen des Morgenlichts nach. Genug. Wird immer unerreichbar bleiben. So, und jetzt haben wir... Oh mein Gott, 9 weitere. Was ist denn jetzt? Hm.
Ja, was haben wir denn jetzt bekommen? Keine Ahnung. Das ist so viel, ey. Boah. Okay, cool. Aber wir könnten jetzt das da jetzt machen, ne? Eigentlich war unser Ziel hier. Das hier und das hier. Bevor wir halt die anderen Sachen machen wollten. Oh, das ist noch ein Elixierbrunnen. Okay. Cool. Okay, wir gehen erstmal dorthin. Ja. Let's go. Untersuchen wir mal dort, was da hier so alles gibt. Ah, das ist noch so ein Riss. Ah, das ist eine Höhle, ne? Bleib stehen, du Hühnchen. Okay, das ist ein rotes Miasma. Das heißt, da kommen wir nicht durch. Wenn wir da durchgehen, sind wir sowas von tot. Okay, also müssen wir hier entlang. Alter! Kommt der näher! Ah, das ist eine Wurzel. Okay, das scheint wohl gratis einfach hier zu stehen. Gut. Ja, wunderbar. Und was haben wir denn noch hier so Schönes? Sieht aus wie Zinn, ne? Ja, natürlich. Das sind alles leckere XPs. Wie sieht das denn aus mit Zinn? Ja, ein bisschen bauen wir noch mal ab hier, ne? Aber wir haben ja keine Erholung mehr. Das ist sehr traurig. Hatten wir nicht irgendetwas, wo wir mehr Dingens hier bekommen? Also Ausdauer? Nee, Paprika war das nicht. Hier, da, Zuckerrohr. Ja, das nehme ich mal. Okay. Die Regeneration ist echt ziemlich cool. So, und weiter. Okay, wie viel haben wir denn jetzt? 17, ne? Ich baue noch mal zwei, drei Stück ab noch. Eins, zwei, drei. Jetzt haben wir 20 Stück. Okay, gut. So, das wäre erledigt. Wir könnten auch noch da weiter gucken und so. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir sollten mal.
hier, schau mal. Die beiden sind schon mal so in der Nähe. Dann könnten wir auch mal dahin gehen, ne? Ich will endlich diese Werkzeuge machen. Naja, wohin die Reise immer führt, ne? Ich gehe jetzt mal dahin. So, das bedeutet in der Richtung fliegen. Ui, das sieht so schön aus. Warte mal, was ist das für eine Warte? Aha, das ist eine, die wir auch nicht haben, ne? Das ist interessant. So, so, wir wollen ja ein bisschen was sehen hier. Spiel, du willst mich jetzt verarschen, oder? Also noch ein Hühnchen. Ah, egal, komm. Scheißen drauf. Junge, was sind wir denn hier? Warte mal, was ist das für ein Holz? Oh, Palmholz. Okay. Oh, wat? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. Wir sollten mal hier was nehmen, ey. So. Das bauen wir auch noch mal ein bisschen ab. Was? Ich habe eine Frucht bekommen. Was? Wie Rucksack voll. Warte mal. Ja, meine Waffe ist noch ganz okay. Die zerlege ich trotzdem. So, ich will wissen, was das ist. Wüstenblume? Hä? Aber damit kann ich ja nichts machen, ne? Ach, was mache ich denn da? So. Okay, cool. Safran? Oh, was sind wir denn hier? Neue Rezepte und Co., ey. Was bist du für eine Erde? Sand. Lol. Glas bei Schmelze. Guck mal, das können wir ja wegwerfen. Das ist
Ja, das ist alles Sand, Tatsache. Hä, sind wir jetzt in der Wüste hier oder was? Warte mal. Ja, das ist ein Stück von der Wüste hier. Und das ist ein Skorpion. Den würde ich auch mal schlachten. Wir wissen, was er hat. Oh mein Gott. Ein Giftsack und Schuppen. Schurkenhelm. Oh. Sehr interessant. Und dann geht es auch noch hier weiter, ne? Markerstellen. Mach ich mal da, dass es auch da weitergeht. Und wir wollten da eigentlich hin, ne? Das ist eigentlich unser wahres Ziel. Ne, das sind ganz normale Äste. Warte mal. Steine sehen auch ein bisschen anders aus, ne? Oder sind das gleiche? Nee. Ist nur ganz normal. Was ist das denn? Was ist das denn? Da müsste ich wieder mal ein bisschen was wegschmeißen. Ich denke mal, das hier könnten wir nicht gebrauchen. Ein Kupfererz brauchen wir eh nicht. Ich will wissen, was es ist. Es ist auch Kupfer. Ah, okay. Wo ist ein Vogel? Da oben. Scheiße, ich bin runtergerutscht und der ist da oben, ey. Ach du Scheiße. Meine Fresse, ey. So, ich wollte auch nur zum Vogel. Wo ist denn der? Da. Habe ich noch Slots? Nein, natürlich nicht. Doch, doch, einer habe ich. So, was bringst du denn? Ah, okay. Also auch Futter. Du bist sogar runter. Ja. Warum sieht dieser Stein so sass aus? Ob man da reingehen könnte? Was? Ach du Heiliger, Mann, die Damage. Holy. Junge! Ich bin weg.
Okay. So. Was? Er jagt das Hühnchen hinterher. Okay. Na, vielleicht haben die auch Hunger. Nee, wir wollen ja nicht so tief da runtergehen, ne? So. Aber ehrlich, wir gehen jetzt einfach erstmal dorthin. Holy moly. Also Fliegen im Miasma ist tödlich. Ich wäre fast wieder in die Soße eingefallen, ey. Nee, ich gehe da mal ein bisschen weg da, ey. Okay. Es ist nur 80 Meter entfernt. Ich kann es nur nicht sehen. Weil da ist die Suppe. Jasperinseln. Aha, okay. Interessant, okay. Das heißt, wir müssen einmal so rum, oder wie? Na, ich hoffe, das funktioniert. Wo ist die Wurzel? Ich muss hier mal vernünftig langlaufen, ja. Ah, hier haben wir was zu lesen. An Vater, ich weiß, dass wir uns nicht im Guten getrennt haben. Und du weißt, dass ich nicht gut mit Worten umgehen kann. Und wir werden angegriffen. Ist das ein Spawner oder was? Tatsache. Hast du noch einen Spawner? Oh Mann. So. Nicht umgehen kann. So. Okay. Aber dafür haben wir erstmal keine Zeit zum Lesen. Machen wir gleich. Wir müssen erstmal die Wurzel beseitigen. Wenn ich nur wüsste, wo die ist. Da ist es so. Okay.
Ah, hier haben wir auch noch was. Bäh. Unser Rucksack ist voll, okay. Was useless, was wir verballern können. Das kann ruhig weg. So, wunderbar. Jetzt können wir weiterlesen. Yay, Gerüchte über den Umbra-Krater. Hallo Emma, es war seltsam, dich auf dem Markt zu treffen. An einen Ort, an den du eigentlich nicht hättest sein sollen. Aber ich könnte diese Notiz in dieser Lieferung zum Umbra-Krater schmuggeln und hoffe, dass du sie findest, bevor es jemand anders tut. Auch wenn wir ganz kurz miteinander gesprochen haben, konnte ich erkennen, dass du eine anständige Frau bist. Die Gerüchte, der Umbra-Krater sei ein grauenvoller Ort der Unmenschlichkeit. Können also nicht wahr sein, oder? Ich habe so viele Geschichten über den Untaten und Verderben gehört. Ich hoffe aufrichtig, dass wir beide nun erkennen, dass sich die Welt vor unseren Augen verändert. Vielleicht brauchen wir einander, um zu überleben. Bitte schreib mir zurück von Carlos. Ey, warte mal, was bist du denn? Ja. Oh mein Gott, ich will hier weg. Warte mal. Jetzt haben wir noch die anderen zwei, die wir noch nicht gelesen haben. Scheiße. War das denn nochmal? Hey, das war über der Brücke, ne? Ja, genau. Das müsste hier sein. Genau. Hier ist noch ein Dingens, was wir noch lesen können. Und hier, wo wir erstmal aufgehört haben. Genau, mit Worten umgehen. Da waren wir erstmal hier. Und jetzt, wenn ich in den Himmel blicke, erkenne ich mich daran, wie du mir das Gleiten beigebracht hast. Ich weiß, ich weiß genau. Weißt du noch, wie viel Angst ich hatte zu springen, mich von dem Vorsprung im Hafen fallen zu lassen? Du warst da. Du hast meine Hand gehalten. Du hast meine Hiebe gelenkt. Als ich mein erstes Eisen schlug und die Funken flogen, du hast nie gezögert. Ich wollte deine Schmiede nicht niederbrennen. Ich war sauer, wütend. Ich hab ja Mutters Temperament, wie du immer sagtest. Jedenfalls sende ich neue Schmiedewerkzeuge. Sie sind gut, wirklich gut. Ich habe sie schon erprobt. Nun, ich stelle Zeit. Wir beide müssen nicht gut mit verabschieden können, aber ein wahre anders eben wie Mutter. Digga, du Vieh, du hast mir. Ich weiß nicht, wo du herkommst, aber du hast mich beim Lesen ein bisschen unterbrochen und, weiß nicht, durcheinander gebracht. So, gab's irgendwas Neues hier? Nö. Nö, 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 nö. Normalerweise müssen wir da auch noch, ne? Aber wir haben ja hier unsere Schnellreise, ja. So, und unser letzter Punkt ist noch hier. Kommt noch was dazu? Nein? Okay. Stromabwärts von etwas Faulem an alle, die in diesen Gewässern geangelt haben. Weiter flussaufwärts wütet die Verderbnis. Ich habe gelegentlich schon Vieh und Wildtiere in den Stromschnellen vorbeischwimmen sehen. Gestern dachte ich, ich hätte einen großen Fisch an den Haken genommen, bekommen. Als ich ihn einholte, hat er sich als verrottener Leichnam herausgestellt, der von einer Art Krankheit befallen war. Haut und Knochen waren verdreht und kaum noch zu erkennen. Und als ich noch schockiert stand, da stand,
tauchen schon zwei weitere auf und zogen an mir vorbei. Was für ein Unheil sucht dieses Land heim. Eieiei, okay, dann hat das also auch hier befallen. Deswegen ist es auch hier untergegangen. Okay. So, ich würde ja gerne ja weitermachen, ne? Guck mal, wir haben hier zwei weitere Elixierbrunnen. Und so weiter. Oh, Mann, 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 Mann. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. Und ehrlich, unser Rucksack ist voll. Und wir sollten auf jeden Fall zurückkehren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder an der Anhöhe. Und dann denke ich mal, dann werden wir ja, für alles, was hier so ist, mal eben, ne, weitermachen. Auf jeden Fall müssen wir die Bitte des Schmiedes machen. Oder das hier, ne? Oh, hier ist so vieles, was wir noch machen müssen, ne? Naja, naja, naja. Auf jeden Fall, das Abenteuer geht auf jeden Fall weiter. Aber unser Part endet hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und welche Quests wir diesmal machen, weiß ich nicht. Ich hoffe, wir machen mal weiter mit der Main Story oder so weiter. Aber das werden wir ja sehen, ne? Okay, dann würde ich mal sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.